Wir sind in den Räumen des Kunstvereins Rosenheim. Mein Name ist Olena Balun. Ich bin Kunsthistorikerin, Kuratorin und Vorstand im Kunstverein. Der Kunstverein Rosenheim ist eine sehr wichtige Ausstellungs- und Vermittlungsplattform, die seit über 100 Jahren zeitgenössische Kunst in Rosenheim zeigt. In den Räumen hier in der Klepperstraße haben wir neben den Ausstellungsräumen und unserem Depot auch Künstlerateliers. Sprich, ein Maleratelier von Bernhard Paul ist da und die Druckwerkstatt von Klaus Schmidt und auch noch das Strickatelier von Sestana Pelengic, das ist eine Modedesignerin. Ich habe zusammen mit dem Künstler Guido Wegenmann seine Ausstellung Letzte Ausfahrt hier mit kuratiert. Der sehr sensibel auf die Geschehnisse in dieser Welt reagiert, politische, gesellschaftliche, und verarbeitet das in den Kunstwerken mit häufig sogar einer provozierenden oder schockierenden Ästhetik. Der Wunsch des Künstlers ist dabei, uns einen Denkanstoß zu geben. Wir haben hier in der Ausstellung Skulpturen, zwei davon sind kinetisch. Kinetische Kunst kennzeichnet sich dadurch, dass Bewegung ihr integraler Bestandteil ist. Das sind häufig Maschinen, Geräte oder Apparate, die keine praktische, sondern eine inhaltliche und ästhetische Funktion erfüllen. Ein Werk ist zum Beispiel Digging for Gold oder die Goldwaschanlage. In der aktuellen Situation, in die ganz viele Kulturschaffende und Kunstschaffende gerade aufgrund der Corona-Pandemie gebracht wurden, sucht man nach Möglichkeiten und nach Mitteln, um sich über Wasser zu halten. Also es geht hier viel weniger um eine Euphorie, eine Goldsuche, sondern vielmehr darum, dass man die Suche nach Glück betreibt und auch eine Hoffnung nicht aufgeben möchte.